Hallo und willkommen zurück zu Can't Be Life LS19 auf der Karte Gentin im Teil 81 und im letzten Winterquartal angekommen. Und ja, gestern, also im letzten Video, habe ich noch gesagt, dass wir investieren müssen, sowohl die Stadt als auch wir Bauern. Und ich habe mich jetzt bereit erklärt und habe der Bauer, also der Stadt, einfach mal die Hälfte, 50% des Wagens zur Verfügung gestellt und wir haben dieses Räumfahrzeug uns gekauft. Durch die Stadt hat es gekauft. Ich habe dieser 50% gesponsert und habe gesagt, Salz könnt ihr euch nehmen bei mir aus der Salzfabrik. Und da bin ich jetzt mal hin. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, muss ich mir da noch einen anderen Plan machen. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Oh, jetzt ein bisschen langsamer, müssen nicht durchrasen, wie die Wahnsinnigen. So, und dann werde ich jetzt definitiv erstmal die Straße an meinem Hof räumen. Denn da komme ich gar nicht weiter. Hier ist noch ganze Menge zu räumen. Aber das werden wir eh jetzt alles nicht mehr schaffen. Wir warten einfach auf den Frühling. Die Einwohner sind gewarnt worden, dass wir nicht zu schnell fahren sollen. Und ja, wir hoffen, dass das funktioniert. Bis jetzt hatten wir keine großen Crashs. Insofern scheint das gut zu gehen. So, schauen wir mal, ob meine Salzfabrik das Salz ausrückt. Ich hoffe, drückt mir mit die Daumen. Nicht, dass ihr das nachher noch umständlich beladen müsst. Ah, ich hab's befürchtet. Okay, ich versuche mal, ob das so klappt. Nicht ganz realistisch, ich meine. Moment. Ich habe eine Idee, warum es nicht funktioniert. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, wenn ich da jetzt reinspringe. Umspringe. Ja, das habe ich mir gedacht. Okay, ich habe aber keine Wahl. Ich muss kurz in meinen Hof wechseln, um überhaupt eventuell eine Chance zu haben. Ich probiere es einfach. Entweder es klappt oder es klappt jetzt nicht. So, das haben wir. Jetzt versuchen wir es einfach. Wie gesagt, es ist nicht realistisch, ich weiß. Aber ich muss es jetzt einfach mal ausprobieren. Immerhin, so funktioniert es. Das ist schon mal gut. So, okay, jetzt können wir das zumindest mal machen. Dann springe ich mal wieder in den Stadthof zurück. Jetzt können wir zumindest bei uns da die Straßen freiräumen und streuen. Dann haben wir zumindest das erledigt erstmal. Und dann kommt ja bald der Frühling und dann müssen wir das nicht mehr tun, hoffe ich. So, in der Zeit können wir einfach schon mal vorne runterlassen, mal den Schnee. So, jetzt nochmal.
So. So, streuen wir das erstmal auf. Kann schon mal der Tee, der Schnee meine ich natürlich, der kann schon mal antauen in der Zeit. Ja. Und jetzt können wir das ja wegschieben. Und dann haben wir zumindest mal die erste Straße bei uns am Hof frei. Na, das sieht doch gleich mal viel, viel besser aus als mit dieser vollen Straße. Ab gehen die Schneemassen. Oh. Kriegen wir das doch ganz gut in den Griff.
Ja, ich denke, mit der Methode fahre ich doch ganz gut. Ne? So, erst wegschieben. Danach mache ich die Straße an der Ecke frei hier. Vielleicht sollte ich mich für einen Hof auch so ein Ding zulegen. Für alle Fälle. Weil wir hatten noch nie, seitdem ich in dem Team bin, einen Winter mit so viel Schnee. Bis jetzt eher gar nicht. Ja gut, irgendwann ist es mal das erste Mal, ne? Schön. Da bin ich ja schon wieder festgefahren. Okay. So ein Schiebeschild manchmal hilfreich ist. Ist hier noch weg.
Ah, Kumpel, mach langsam. Beine glatt hier. Bisschen frei. Und dann haben wir zumindest das Ziel, also die wichtigsten Straßen beim Hof frei zu machen, auf jeden Fall geschafft. Es gibt noch eine Menge Winterdienst zu tun. Aber ich kann die Arbeit nicht alles alleine machen. Das funktioniert nämlich nicht. Ist auch gar nicht meine Aufgabe. Und aus dem Grund werde ich gleich aufhören, den Schnee hier wegzuschippen. Muss ich die Stadt dann auch mal einen Plan machen? So, jetzt haben sie eine Maschine. Die ist bezahlt. Salz haben sie zur Verfügung. Und ein bisschen Schienen, das sollte wie gesagt schaffen. Dementsprechend sollen sie sich jetzt damit auseinandersetzen. Ein bisschen werde ich noch machen, aber gar nicht mehr allzu viel. Weil, wie gesagt, das ist Aufgabe der Stadt und nicht meine, sich darum zu kümmern. Mich schon wieder festgefahren. Es kann nicht wahr. Okay. Jetzt habe ich mich endgültig festgefahren. Da komme ich so schnell nicht mehr raus. Mal probieren. Vorwärtsgang probieren. Ne. Da muss ich mir jetzt wohl doch meinen Traktor zur Hilfe holen. Ja, ist unnützig. Aber was will man tun? So, ist nur die Frage, wo habe ich den abgepackt? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da steht einer. Ach, muss ich da wieder umswitchen? Moment. So. So, dann befreien wir den wenigstens noch, damit wir den nächsten bei der Stadt wieder abgeben können. Die wollen immer noch nicht, dass wir das dürfen. Doch, hier dürfen wir es. Hier dürfen wir es auch.
Und hier dürfen wir es wieder nicht wetten. Oh, seid doch. Nee, die wollen das nicht. Gut, dann rufe ich die an, dann müssen die sich Plan machen, bis sie einfach mal losgehen. Ist mir dann auch egal. Wenn sie nicht wollen, dann sollen sie. Ja? Okay. Dann, wie gesagt, lass ich dich nach Google mal. Ist mir dann auch egal. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sag bis zum nächsten Mal. Bye, bye.